Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein paar Favoriten von mir und zwar ist das nicht so ein typisches Monatsfavoritenvideo, sondern ich habe mal eher so die Favoriten vom ersten Quartal des Jahres zusammengenommen, weil sonst wäre es nicht ganz so viel gewesen. Also ich habe wirklich meine allerliebsten Produkte mal rausgekramt. Und dieses Video entsteht in Kooperation mit der lieben Sandra vom Kanal MermaidXO. Sandra lädt heute auch ein Favoritenvideo hoch und ja, wer Sandra noch nicht kennt, der hat definitiv was verpennt und sollte unbedingt mal bei ihr vorbeischauen. Ich verlinke Sandras Kanal oben in der Infokarte und auch unten in der Infobox. Dann könnt ihr gerne auch mal bei ihr vorbeischauen und ihre Favoriten euch angucken. Und ansonsten würde ich sagen, fangen wir an und viel Spaß. Ich würde sagen, wir fangen mal mit den Beauty-Produkten an. Das sind ein paar. Und da habe ich zum einen von Isana zwei Produkte. Und zwar sind das diese hier. Ich habe die auch schon mal auf meinem Social-Media-Plattform gepostet, als ich sie mir damals gekauft habe. Und ich muss echt sagen, ich bin richtig überrascht von den Produkten. Ich kaufe mir nicht ganz so viel in Rossmann. Also ich bin eher so ein Balea-Typ. Und ja, die beiden haben mich eigentlich total angesprochen. Das hat mich total angesprochen. Ja, ich habe dran gerochen und ich dachte einfach nur, ich sitze im Eiscafé und schlabber ein Softeis. Also es riecht mega lecker nach Heidelbeeren und ihr müsst unbedingt mal daran schnuppern. Das riecht so gut nach Softeis und deswegen musste ich mir es einfach kaufen, weil ich liebe im Sommer solche Duschbäder, die einfach nur richtig fruchtig und lecker riechen. Und ich muss mich jedes Mal beherrschen unter der Dusche, dass ich nicht selber mich reinbeiße. Naja, Scherz beiseite. Ich glaube, das kam 1,49, also ist halt auch echt nicht teuer. Und genauso kam dieses auch 1,49, das ist von Isana, das ist ein Duschpeeling. Und ich fand das eigentlich für den Sommer eine ganz gute Geschichte, weil da hat man nicht extra Duschgel und ein Peeling, sondern damit könnt ihr euch halt quasi waschen und peelen gleichzeitig. Und noch dazu ist es vom Toten Meersalz und dadurch, dass ich sowieso ein bisschen Problemhaut habe, dachte ich mir, ja, probierst du es einfach mal aus und ich finde es halt echt gut. Also ich benutze die gerne beide in der Kombi, also zuerst das Heidelbeer und danach nochmal das Duschpeeling und die Haut ist wirklich total weich und zart und das riecht auch ganz gut. Das riecht halt nicht so mega extrem nach Duschbad, aber es ist halt echt toll. Also und wie gesagt, beide für 1,49 ist echt kein Geld. Und an dem müsst ihr unbedingt mal schnuppern, das ist so lecker. Kann ich euch echt nur ans Herz legen. Ebenfalls auch schon auf meinen Social Media Plattformen gepostet und gekauft habe ich mir von Elvital L'Oreal diese Serie mit der Tonerde. Ich war ja anfangs so ein bisschen skeptisch. Jeder, der mich schon ein bisschen länger verfolgt, der weiß, ich arbeite bei DM. Und ich habe das damals eingeräumt ins Regal und dachte schon so, boah. Das hört sich interessant an. Ich meine, ich wusste ja, dass man mit Tonerde auch Haare waschen kann. Ist halt eine eklige Prozedur, weil es Tonerde riecht halt auch nicht unbedingt mega gut. Und es ist halt eine totale Sauerei. Ich mache mir auch öfters mal Tonerdemasken für mein schlechte, unreine Hautgesicht. Und deswegen war ich erst so ein bisschen skeptisch gewesen, ob das wirklich so was für mich ist. Ich habe dann allerdings mal dran geschnuppert und das Shampoo und die Spülung sehen wirklich aus, so wie die Verpackung. Also es ist wirklich so ein türkisgrün und es riecht so gut. Richtig gut. Also ich habe mich total davon überzeugt, schon alleine am Geruch. Und dann war es auch noch im Angebot gewesen bei Rossmann für jeweils 1,49 € auch. Und ich dachte, da muss ich zuschlagen. Da muss ich wirklich zuschlagen, weil die kosten sonst normalerweise um die 3 € jeweils, um die 3 €. Und ich dachte mir, also für den Schnapperpreis muss ich da wirklich zuschlagen und habe mir halt, wie gesagt, das Shampoo und die Spülung gekauft. Davon gibt es ja auch noch eine Detox-Maske, glaube ich, nennt die sich. Bin ich auch am Überlegen, ob ich mir diese noch kaufe. Die benutzt man ja vorm Haare waschen. Hört sich auch sehr interessant an und wie gesagt, der Geruch hat mich mega überzeugt. Die Haare sind super weich danach und riechen lecker und ich bin total begeistert davon. Also ich war eigentlich nie so ein Elvital L'Oreal Fan gewesen, aber das hat mich echt überzeugt. Sehr schön. Dann habe ich mich von meiner Freundin inspirieren lassen. Wir haben beide eine etwas problematische Haut. Wir haben beide eine fettende T-Zone. Also was das angeht, ergänzen wir uns gut, was Make-up-Tipps, was Creme-Tipps etc. so ist. Ich war halt bei ihr gewesen Anfang des Jahres und da hat sie mir halt eine Creme empfohlen. Und zwar ist das diese von Lavera. Und das ist halt eine Creme für unreine Haut. Was ich ganz lustig fand, ist halt hier ist Minze drin.
Zink natürlich und Salicylsäure. Und die riecht auch total nach Minze. Also es ist ein total erfrischendes Gefühl, wenn man sich damit eincremt. Sie zieht sehr, sehr schnell ein, was mir persönlich richtig gut gefällt. Und ja, anfangs war der Geruch ein bisschen, ich dachte mir so, okay. Aber so nach zwei, dreimal benutzen, ich liebe diese Creme. Meine Haut hat sich richtig verbessert dadurch. Ich habe ja wieder angefangen, eine ganze Weile die Schemes-Produkte zu benutzen und die verträgt meine Haut überhaupt gar nicht mehr. Ich sah richtig schlimm aus. So schlimm sah ich aus das letzte Mal, als ich 16 war. Also richtig, richtig schlimm und ich musste die Produkte auch wieder absetzen. Und dabei hat mir diese Creme auch sehr, sehr gut geholfen. Meine Haut hat sich wirklich extrem verbessert dadurch. Die Creme ist nicht ganz günstig. Ich glaube, die kommt so um die 8 Euro. Da dachte ich auch schon so. Aber ich habe einfach probiert und sie hat mich definitiv überzeugt. Was ich mir jetzt neu dazu gekauft habe, ist das passende Pickle Spot Gel. Ich glaube, das heißt auch wirklich so. Anti-Pickel Gel heißt es halt einfach. Und da sind die gleichen Inhaltsstoffe drin wie in der Creme, also auch die Minze, die Salicylsäure und halt auch der Zink. Das ist aber wirklich so ein durchsichtiges Gel und die Creme, die ist halt richtig grün und halt eine normale Creme. Beide riechen total lecker nach Minze und ja, beide Produkte haben mich total überzeugt und sie gehören nun zu meinem täglichen Reinigungsprogramm. I love it. Dann kommen wir jetzt zu einem Produkt, das habe ich wirklich erst ganz, ganz neu. Also das habe ich bis jetzt auch nur einmal ausprobiert, aber es hat mich schon überzeugt. Also ich bin noch nicht so ganz hundertprozentig davon überzeugt, aber ich finde es schon mal echt richtig genial. Und zwar ist das ja dieses Unstoppable von Lenore. Das ist ja total neu jetzt, diese komischen Perlen. Die schmeißt man ja einfach nur in die Waschmaschine rein und ist quasi dann der Weichspüler. Es riecht mega. Mega. Also es gibt drei verschiedene Sorten, rosa, blau und gold. Und ich habe mich fürs rosa entschieden, weil das so einen leichten Melonengeruch hat. Richtig genial. Also wenn ihr das hier durch die Verpackung schnuppert, ist es mega Melone. Wenn man es jetzt aufmacht und richtig dran schnuppert, dann ist es mehr so blumig. Aber wenn ihr die Wäsche wascht und dann aus der Maschine wieder rausholt, oh, Leute, ich sag's euch, das ist ein Traum. Ein Traum. Ich habe noch nie so geile Wäsche gerochen. Richtig mega frisch und fruchtig und es riecht nach Melone. Richtig geil. Als dann die Wäsche getrocknet war, war dann der Geruch nicht mehr ganz so stark. Also einige mögen das ja auch nicht, wenn es so richtig penetrant riecht. Ich mag das total, wenn das richtig parfümig ist. Deswegen hat es mich noch nicht so ganz hundertprozentig überzeugt, weil halt wirklich. Ich glaube, das liegt aber auch an den verschiedenen Stoffen, weil manche Sachen riechen mehr und manche Sachen riechen weniger, wenn sie trocknen. Aber wenn ihr es aus der Maschine rausnimmt und eure Wohnung, das riecht so genial. Hat auch einen stolzen Preis. Also ich glaube, das kostet ja 7 Euro, ist halt echt nicht billig. Aber ich dachte, bevor ich dumm sterbe, muss ich das einfach mal ausprobieren. Und ja, also zu 90% bin ich echt davon überzeugt. Es ist auch eine super einfache Handhabung. Ihr könnt halt mehr oder weniger von dem Produkt benutzen, wie halt normalen Weichspüler auch. Schaut es euch einfach mal an. Also ich finde es genial. Dann habe ich ein Produkt, das habe ich auch schon in ganz vielen Videos gezeigt. Und zwar ist das meine aktuelle Mascara, die ich habe. Und zwar ist diese von Rival de Loop Young. Und das ist diese rosane. Ich habe ja sonst immer eine von Essence benutzt. Dann gab es die mal nicht und dann habe ich eine andere von Essence mir gekauft, die aus dem Sortiment rausgegangen ist. Und die habe ich ja so geliebt. Und deswegen habe ich jetzt nach einer Alternative gesucht. Und bei Essence habe ich nichts gefunden. Und da bin ich jetzt bei Rival de Loop auf diese gestoßen und die hat auch so ein schönes Gummibürstchen, was ich zurzeit echt mag. Also das hätte ich nie gedacht, dass ich mal so auf Gummibürstchen stehe. Und das ist jedenfalls die Maxi Definition Mascara für perfekte Trennung und Definition. Und das kann ich echt nur bestätigen. Also diese Mascara trennt die Wimpern richtig schön. Sie verlängert sogar ein wenig die Wimpern, also was mir wirklich sehr, sehr gut gefällt. Und sie macht einfach nur ein richtig schönes Finish. Also ich finde diese Mascara wirklich richtig toll. Und ich glaube, die kostet nicht mal 2 Euro. Also ich finde die wirklich super. Ich habe mir jetzt neu die von Catrice gekauft, die ja auch so überall so gehypt wird. Was ich an der nicht mag, ist, dass sie halt waterproof ist. Und das mag ich überhaupt gar nicht. Ansonsten ist die richtig toll. Aber die finde ich dann doch besser, weil ich mag keine Waterproof-Mascaras. Dann kommen wir noch ein bisschen weiter zum Make-up. Und zwar habe ich mir, ja, so vor einem guten Monat ungefähr, müsste es jetzt schon her sein, ein neues Make-up gekauft. Und zwar habe ich mir von Kat Von D das Lock It Make-up bestellt. Also die Lock It Foundation. Und das soll eine schöne Foundation sein, die wirklich richtig schön abdeckt und kaschiert und ein super Hautbild macht und
Ich kann all das nur bestätigen. Es ist meine absolute Lieblingsfoundation zurzeit. Also die trage ich heute auch. Die ist einfach nur der Wahnsinn. Also wie die abdeckt. Die ist schön cremig. Die Farbe ist nicht ganz mein Hauttyp. Ich habe einen komischen Hauttyp. Also ich bin so ein neutraler Hauttyp. Und die hat halt so einen leichten gelblichen Unterton noch, was jetzt nicht unbedingt meins ist, aber es geht wirklich. Also wenn man es schön verblendet, gerade so Halsbereich und so, geht das. Ja, ich liebe die halt einfach nur. Also die kostet, glaube ich, um die 35 oder 36 Euro. Ich habe die mir von einer Bekannten aus dem Sephora mitbringen lassen. Die war halt in Spanien gewesen und da hat sie das für mich besorgt. Das haben mich schon einige gefragt, wo ich die halt her habe. Ist halt echt, sowas ist nicht einfach zu bekommen. Aber manchmal muss man halt auch so ein bisschen über Umwege gehen und dann kommt man an sowas auch. Ansonsten müsst ihr einfach mal gucken. Ich glaube, bei Amazon oder bei eBay findet ihr sowas auch. Da wird es wahrscheinlich etwas teurer sein. Aber wenn ihr jemanden habt, der irgendwo hinfährt in den Urlaub, dann guckt mal im Internet, ob es dort einen Sephora gibt. Schaut, ob derjenige dort vielleicht vorbeikommt und dann gibt den einfach eine Wunschliste mit. So habe ich es auch gemacht und dann soll derjenige für euch einkaufen. Es kommt definitiv recht günstig, kommt ihr damit weg und ihr bekommt eure Produkte, die ihr euch halt wünscht. Nicht in jedem Sephora gibt es alle Produkte, aber gerade so Too Faced und Kat Von D, sowas gibt es eigentlich so gut wie in jedem Sephora. Wir kommen zum Thema zurück. Ich liebe diese Foundation und ist mein absolutes Must-Have im Moment. Und ich benutze im Moment auch keine andere. Dann kommen wir schon zu meinem letzten Produkt. Und das habe ich mir auch wiederum von meiner Bekannten aus Spanien mitbringen lassen. Und zwar ist das von NYX Lingerie. Dieser Liquid Lipstick. Oder Lingerie. Lingerie. Naja, diese Serie sind ja diese matten Liquid Lipsticks von NYX. Die gibt es ja bei uns hier noch überhaupt gar nicht zu kaufen. Wer weiß, ob sie überhaupt jemals bei uns zu kaufen gibt oder wie auch immer. Ich hätte gern definitiv noch mehr Farben, aber alle, die ich haben will, sind ständig immer ausverkauft. Die findet ihr auf alle Fälle auch schon bei eBay. Unverschämt teuer, sage ich dazu nur. Aber gut, wenn man den unbedingt haben will, dann gibt man auch mal das Dreifache aus. Also wirklich bei eBay kostet der das Dreifache wie im Sephora. Ich liebe diese Farbe. Das ist wirklich so eine tolle Alltagsfarbe. Ich müsste auch mal die Farbe nennen, die ich habe, würde ich mal sagen. Also ich habe Baby Doll. Die ist einfach nur mega schön. Es ist ein super schönes Nude auf den Lippen. Das verschmelzt so richtig mit der Lippenfarbe. Und es sieht einfach nur traumhaft schön aus. Also es ist ein wunderschönes Nude, hat so einen leicht bräunlichen Unterton und ich liebe diese Farbe. Das ist ein super Alltags Lippi und ich liebe den Baby Doll. Schaut euch den unbedingt mal an. Die haben super tolle Farben, aber wie gesagt, wer weiß, ob sie bei uns jemals gibt. Ja, ihr Hasen, das war es auch schon von meinen Favoriten. Also ich habe jetzt wirklich nur das genommen, was mir in den letzten Monaten wirklich komplett im Kopf geblieben ist und was ich wirklich täglich benutze und einfach liebe. Gut, diese Weichspüler-Dinger, die sind wirklich jetzt erst neu. Also die habe ich wirklich jetzt erst seit 2, 3 Tagen und einmal erst benutzt. Aber ich finde es einfach, das ist so eine geniale Idee. Bei sowas bin ich total Verpackungsopfer und Werbeopfer und ja. Aber es ist auch das Schlimme, wenn man bei DM arbeitet. Man kriegt alle Neuheiten sofort mit und dann muss man manche Sachen einfach kaufen, obwohl man es vielleicht auch gar nicht braucht oder irgendwas. Naja, ihr kennt das ja. Ich meine, ich erzähle hier nichts Neues, ne? Wir sind ja alle Frauen, wir sind ja irgendwie alle gleich. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich über euer Abo sehr, sehr freuen. Über einen Daumen nach oben freue ich mich, über einen Kommentar, Kritik, Lob, was auch immer. Schreibt mir gerne. Ich bin auch in anderen Social Medias vertreten. Ich bin bei Snapchat, Instagram oder auch Facebook. Überall heiße ich Miss Pupi. Die Infos dazu findet ihr nochmal unten in der Infobox. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dahin, ciao, eure Pupi.